Das sind solche Abfuck-Decks, ey. Das sind richtige Abfuck-Decks. Okay, jetzt werde ich richtig aggro gegen sowas hier. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Die große Herausforderung, die neue große Herausforderung namens Doppel-Elixier ist ja gestartet. Aus meiner Sicht heute, aus eurer Sicht vor ein paar Tagen schon. Das Video kommt in ein, zwei Tagen oder so. Die Doppel-Elixier-Herausforderung hatten wir schon. Nichts Besonderes. Letztes Mal konnte ich 12 Wins holen. Diesmal hat sich aber ein bisschen was geändert. Und zwar ist der Pot größer. Man kriegt mehr Karten, mehr Gold. Es gibt eine Teilnahmegebühr, die 50 Gems kostet, anstatt kostenlos oder 5 Gems. Aber ansonsten bleibt es die Doppel-Elixier-Herausforderung. Und ich probiere mal dieses Deck aus. Ich habe dieses Deck schon vor ein paar Tagen gezeigt. In der Arena super stark. Auf Turnierregeln bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so geil ist. Weil Royal Giant auf Level 9 ist schon eine ziemliche Trantüte. Also der auf Level 9, da kann man nichts gegen sagen, aber der ist echt nicht so geil auf Level 9. Elite-Barbaren auf Level 9 sind zwar immer noch super gut, aber auch nicht super krass. Und wir machen noch ein paar Truhen auf. So, zack. Zack, Gold, Elixier und Pfeile. Zweite Truhe, Gold, Hütte, noch einen Müllwerfer, Musketieren und Bogenschützen. Okay, die doppelte Elixier-Herausforderung jetzt soll auch irgendwie so ein Testlauf sein für eine mittlere Challenge. Wir haben ja gerade die große Herausforderung und die kleine, die klassische. Und das soll irgendwie so eine mittlere werden, also habe ich zumindest gehört. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir kriegen eine dritte Herausforderung, die irgendwo in der Mitte angesiedelt ist und der hat einen Level 4 Grabstein. Der hat einen Level 4... Okay, warte mal, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich dachte, die Level sind alle gleiche auf dieser Herausforderung-Geschichte. Anscheinend nicht. Ich sag da nichts zu. Ich sag da echt nichts zu. Und er hat schon wieder Golem-Geschichten. Ich glaube, das machen wir einfach hier mit doppelten Dings. Oh, upsa. Grabstein, Friedhof. Nix Wildes. Der Royal Giant lebt immer noch. What the fuck? Guckt euch den Push links an. Guckt euch den Heavy. Okay, mein Turm ist auch down. Warum auch immer, haben zwei Bogenschützen nicht gereicht. Hätte ich nicht gerechnet. Aber das ist das erste Mal in einer großen Herausforderung, dass ich echt einen schwächeren Gegner kriege. Also vom Level her. Und wir rotzen da mal gerade durch. Zack. Und sind dann im Turm dran. Easy. Easy. Aber der ist Level 9. Der ist Level 9, hat aber komische Karten. Irgendwie testet er gerade Karten, glaube ich, die er nie benutzt hat, oder? Okay, ich sammle krass viele Elixier. Und zack. Und... Zack. Der Royal Giant ist Overkill. Ist super Overkill. Wird irgendwann gleich bei Baban oder sowas aussetzen oder auch nicht? Okay, da sind wir das und das und das. Okay. Seht ihr? Ist alles okay. Ist alles okay. Vielleicht ist das Deck doch gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, Golem-Decks werden trotzdem dominieren. Okay. Bogenschützen gegen Grabstein. Hardkonter. Hardkonter. Guckt euch das an. Kein einziger Skelett kommt dran. Und da vorne haben wir einfach auch nochmal einen Push. Pushy, pushy, push. Ich und mein Push. Ich und mein Push. Wer kennt das Holzi-Lied? Dann ersetzt mal Holz durch Push. Ich und mein Push. Okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin auch gut drauf. Ich glaube, ich werde ziemlich schnell abfacken hier. Wenn irgendwelche Spawner-Decks oder so ankommen wollen. Die sind auch in der doppelten Elixierphase halt stark. Kann man nichts gegen sagen. Bums, bums. Aber Golem. Vor Golem habe ich Schiss. Ehrlich gesagt habe ich vor Golem Schiss. Mit der doppelten Elixierphase kann das so oft gespielt werden, der kann so schnell rotiert werden, dass du den echt nicht kaputt kriegst. Und ich muss hier auch aufpassen, was das Zeitmanagement angeht, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich den Turm jetzt kaputt mache, dass ich gewonnen habe. Aber man hat ja noch satte 3 Minuten zum Spielen. Oder so. Einfach, weil man diese doppelte Elixier hat, die einen total irgendwie ungewohnt sind. Okay. Okay, das haben wir. Kriegen wir noch 3 Kronas? Wir kriegen 3 Kronas. Eröffnungsmatch, 3 Kronen. Wenig Gold. Wenig Gold. Ich bin aber nicht so zuversichtlich, dass ich weit komme. Schon wieder Golem. Ihr habt's euch gesagt. Golem wird hier ein starkes Ding sein in dieser doppelten Challenge. Und werde ich wahrscheinlich auch gleich mal ausprobieren, nachdem dieses Deck hier versagt hat. Und zack. Okay, doch. Ja, doch. Ja. Machen wir mal. Oh, Friedhof auch noch. Mein Gott. Mein Gott. Okay. Gar nicht mal so unstark. Schon wieder der Golem. Ich hab's euch gesagt.
Okay, Inferno-Drache stirbt, bevor er was machen kann. Finde ich gut. Und da kommt das an. Okay. Nehmen wir das. Und zack. Schon wieder Friedhof, ey. Ich glaube, Friedhof und Golem wird... Ich meine, ich komme hier nicht raus. Okay. Elite Baba weiß nicht, was er machen soll. Ist ein bisschen verwirrt, der Kleine. Wir setzen nochmal Royal Giant aus. Der schätzt schon wieder Golem aus. Obwohl ich eigentlich... Und... Okay. Zack, komm. Irgendwas dazwischen, bitte. Nein. Dafür den da. Und... Komm, der Inferno muss noch sterben. Der Inferno muss einfach noch sterben, oder auch nicht. Wozu auch, ey? Wozu? Wozu soll er da sterben? So. Gott, ich muss meinen Turm hier verteidigen wie meine Eier. Das ist schon lange her, wo ich irgendwas wie meine Eier verteidigen muss. Der dritte Golem ist so putzig, ey. Ist echt putzig. So oft wie der kommt, ey. Ey, ich krieg hier AIDS. Ohne Scheiß, guckt euch das an, wie oft das rauskommt. Und kaum mache ich den jetzt kaputt, kommt ja der nächste. Das ist ja der Spaß. Das ist der echt der große Spaß hier. So, Grabstein ist ziemlich weit links. Sollte reichen für das da. Okay, come on. Ich setze jetzt hier weiter unten aus, einfach damit ich hier ein bisschen, damit er nicht in zwei Gebäuden reinläuft. Und Megalakain stirbt. Geht doch, ey. Geht doch, ohne Scheiß. Geht doch. Und ich find's irgendwie schade, dass man die Elite-Baba nicht in der Mitte setzen kann, oder? Ich war vorhin die ganze Zeit ruhig, weil ich musste hier echt gerade ein bisschen AIDS abwehren. Und zack. Ich muss noch schnell zum Dings rotieren. Zum Sepp oder zum Feuerball oder zum Blitz. Und... Pff. Ey, ohne Scheiß, ich wechsle auch auf den Golem-Deck. Oh, fuck. Nicht schon wieder. War das nicht bei der doppelten Elixier? Nee, das war nicht in der doppelten Elixier. Das war hier. Welche Herausforderung war das? Das war die... warte mal, ich muss gut stumm. So. Sollte mir ein paar Minuten beschaffen. Welche Herausforderung war das, wo der Akku mittendrin abgelaufen ist? Ich glaube, irgendeine Blind-Deck-Challenge oder so. Ich mach's einfach. Elite-Barbaren und hier Golem in einem Deck. Ich glaube, das wird super stark. Hoffentlich. Und wahrscheinlich verliere ich gleich das nächste Match. Teuer, aber sieht brauchbar aus. Ich habe satte 3 Karten, die mehr als 6 Elixier kosten. Fuck. Shit, ey. Okay, lass uns das hinter uns bringen. Irgendwie bin ich nicht super hyped auf diese Herausforderung. Es ist ganz spaßig, ja, aber ich wünschte mir, es wäre ein vierfaches Elixier. Ne? Ihr kennt vielleicht noch mein Private-Video, Private-Server-Video, wo das Elixier einfach so sucht. At this moment, Nathan knew he fucked up. Fucked up big. Weil die, genau da, die kommen die Elite-Barbaren. Ist das zu fassen? Und die Bogies sind auch noch in Reichweite. Der Turm ist eh down. Oh, super Anfang. Super Anfang, ey. Was war das? Nee. Ich dachte, ich muss... Oh, der auch noch? So. Alter, was hat er alles im Deck? Okay. Halbwegs durchgekommen. Ist noch offen. Ist echt noch offen. So, komm, schmeiß irgendwas raus vor die Princess noch, damit wir hier echt ein schönes Kampfholz haben machen können. Ein richtig schönes Kampfholz, und zwar jetzt einfach. Plops! Oh, come on! Hätte ich einfach mal links gemacht. Nein, habe ich nicht. Hätte. Alter, was versammelt sich da alles? Ist das der Club der Tanks oder was? Holy shit, da kam echt gerade viel zusammen. So, den Turm muss ich haben. Zack. Habe ich auch. Da kommt noch ein bisschen was raus, aber nicht schlimm. Wir pushen einfach schon mal links, rechts.
Und ich muss einfach auf seine drei Musketiere aufpassen. Die sind ja immer noch da, immer noch gefährlich. Und zack. Okay. Oh, schönes Ding. Das gefällt mir. Zack, Princess plus die plus das. So, Elite-Barbaren haben wir gerade... habt ihr eben vorher im letzten Match gesehen, ne? Elite-Barbaren sind zwar stark gegen Golem und so weiter, aber nicht so stark, wenn er irgendwie der Golem alles tankt. Und das haben wir. Das wiederholt sich. Im Prinzip ist es genau das, was der Gegner vorhin gegen mich gemacht hat. Holy shit, versammelt sich dabei was. Das gefällt mir. So, ich habe wieder ein bisschen Elixier vollgelaufen. Laufen lassen. Oh, da... Ey, hab... Schon wieder so eine Blitzgeschichte. Es ist schon wieder so eine Blitzgeschichte. Irgendwie ist das heute. Ich mache es nicht mal absichtlich, aber irgendwas ist heute mit dem Blitz. Ich wollte den Blitz anklicken, diesmal war es Kampfholz. Okay, zack. Zack. So, es lebt noch, es lebt noch, ja, es lebt noch, es lebt noch. Okay, Golem-Deck, super starkes Ding. Okay, vorerst, das erste Match ging gut. Mal gucken, wie weit ich komme. Okay, aber bisher schlägt sich das Deck echt gut. Es gab ein paar Abfuck-Dinger, ja. Irgendein Giant und Freeze. Was, danke? Wieso danke, Kollege? Oh, deswegen danke. Okay. Ist machbar. Wir müssen nur die drei da. Okay, sag ich doch, ist machbar. So, das Freezen machen wir noch Seppen. So. Nice Ding. So. Und da kommen jetzt noch die Elite-Barbies an, die leider durch die Skelettarmee nicht durchkommen. Und. Aber ich kann trotzdem super Schaden machen. Der Schaden ist real. Oh, das war schön. Lava-Hund, wo ist er? Ich weiß, dass er kommt. Da ist er doch. Wo ist er doch? Man riecht ihn. Ich meine, der ist ein großer. Das ist ein großer Stinker. Das ist genauso wie der Royal Giant. Der kommt immer wieder an. Und die Princess. Ist Holz, dauert mal wieder etwas länger, aber macht nichts. Hab einen Snickers dabei. Hab einen Snickers in der Tasche. Der dauert schon mal ein bisschen länger. Ist alles dufte. Okay. Machen wir einen größeren Push. Den halten wir auf, damit wir nicht zu viel Damage auf. Ah, nee, shit. Den Sepp hätte ich einfach behalten. Fuck. Den Sepp hätte ich behalten müssen. Und zack. Okay. Okay. Und weg mit dir. Oh, das ist ein schönes Holz. War Mahagoni oder sowas. Das war bestimmt ein schönes Holzding. So, der Turm ist durch. Und dann machen wir auch schon direkt auf die Free Crown. Warum? Weil wir es können. Wenn wir etwas können, dann machen wir es auch. Er hat ein Zap-Bait-Deck. Ihr seht's, ne? Er hat viele kleinere Einheiten. Wie es hier. Inferno-Drache und die Skelettarmee. Alles zu Karten, wo man echt verlockend ist, sie zu zappen. Und damit er sein Spiel ausspielen kann. Lass ich ihm aber nicht. Ich mag mein Spiel genauso wie du. So, zack, Inferno down. So, to. Oh, ist das schön oder was? Schön ist es auf der Welt zu sein. Der Sepp kommt perfekt. Ups. War da nicht gerade eine Princess? Die Princess ist weg. Oh, das Predict-Holz. Das Predict-Holz des Todes. Okay, das Match ist an. Selbst wenn er den Turm noch kriegt, ich krieg auch die drei Kronen. Machst du nix? Da machst du nix, Alessandro von der Wi-Fi-Zone. Puh.
Oh, es steht bei 10-1. Ich musste leider meine ersten Versuche abbrechen und heute erst fortsetzen. Kam was dazwischen, musste andere Videos produzieren. Okay. Aber ich bin immer noch gut dabei. Golem-Deck ist immer noch ausgewählt. Und ich würde mal sagen, das sollte klappen, oder? Wetten, es wird wieder ein Luftdeck sein. Wenn man jetzt einmal gegen Luftdecks verloren hat, wird man wieder Luftdecks kriegen. Und zack, zack, zack. Wir setzen wieder den schnellen Golem aus. Und wir haben... Okay. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist alles andere als schlimm, eigentlich. So, wir hauen das Ding da. Zack, zack, zack. What? What? Gleich doppelt? Okay, der hat ein Spiegeldeck, irgendwas in die Richtung. Okay, das war's, das war's. Oh mein Gott, kommt da viel Scheiße an. Kommt da viel Scheiße an. Das sind solche Abfuck-Decks, ey. Das sind richtige Abfuck-Decks. Okay, jetzt werde ich richtig aggro gegen sowas hier. Was soll ich mal da machen? Ich hatte nichts. Ich habe meinen ersten Blitz gegen die andere Dreiertruppe gesetzt und schon kommt die nächste Dreiertruppe. Die Elite-Barbaren machen ihr Bestes, aber guck mal, wie schnell der Turm Damage bekommen hat. Und der hat ja Spiegel. Guck mal, da kommt gleich irgendwas nochmal an. Tja, super. Da kriege ich echt Bock drauf. Kriege ich echt Bock drauf auf die ganze Geschichte. Lass meinen Turm in Ruhe, Mann. Reicht nicht mal bis zur Princess. Das macht mich traurig. Und da kommt schon wieder die an, ey. Klar, doppelte Elixierphase sind die Dinger stark. Ich hab nix. Ich hab nichts. Oh, Mann. Okay. Ich hab gegen selbst die Mega, hier die Lakaienhorde, habe ich ja nicht mal wirklich viel was. So. Ich bin im Zweiturm im Nachteil, das schaffe ich bestimmt noch. Schaffe ich. Weil, wo sind die Fuckers? Wo sind die Fuckers? Ich weiß, dass die kommen. Da sind sie. Gleich auf eine Seite, machen wir hier das so. So, zack. Aber der wird die nochmal raushauen. Das ist ja das Beschissene an der ganzen Geschichte. Vielleicht kommt noch ein Dreierpack raus, bevor ich diesen Turm da kaputt pushen kann. Zack, da sind sie. So. Aber hey, ich habe einen starken Push da oben eigentlich. Und vielleicht, vielleicht... Okay, vielleicht auch nicht. Schade. Vielleicht dachte ich mir, komme ich da oben hin. Na klasse, die letzten zwei Matches sind natürlich wieder Abfucker drinnen, ne? Die ganzen Schwitzer. Bleibt zwei halt bei 10. Cooles Ding. Hätte ich gar nicht warten müssen bis heute. Hätte ich auch gleich vorher spielen können, dann hätte ich das Ding hinter mir. So, machen wir das Ding auf und zack und zack und zack und zack. Und... Oh, 200 mal Knall. Nices Ding. So schlecht ist die Truhe echt nicht. Oh! Trostpreis! Trostpreis! Nice! Princess in der Herausforderungskiste. 10 Elixier. Scheiß auf die 10 Wins, Leute. Fuck drauf auf jeden, der 12 mal gewonnen hat. Ich habe die Princess bekommen. Ha! Yes! Yes! Trostpreis ist real und der ist nice. Finde ich gut. Danke, Game. Also ich finde auf jeden Fall diese mittlere Herausforderung gut. Wenn jetzt etwas zwischen 100 Gems und 10 Gems reinkommt mit 50 Gems, mit einer mittleren Preis, der Preis ist ja quasi die Hälfte von der großen Herausforderung. Und wenn da jetzt nicht wirklich krasse Gegner unterwegs sind, kann man da echt gut farmen und da hat man auch bessere Chancen. In der großen Herausforderung sind halt immer wieder schwere Gegner dabei und da fliegt man vielleicht schon nach 2 Wins raus. Doppelt hier bei der normalen mittleren Herausforderung wird man wahrscheinlich bessere Chancen haben. Vermute ich mal. Was lernen wir daraus? Gespiegelte Musketiere fucken einen ab. Luftdecks fucken einen genauso ab. Ich kann euch dieses Golem-Deck empfehlen, auch wenn es ein paar Schwächen hat, wie gerade Luftdecks. Ihr seht, ich habe nur 2 Einheiten gegen Anti-Air. Die Bogenschützen lassen sich auch noch mit Feuerball kaputt machen. Ist nicht einfach gegen sowas. Hinterlasst mir aber einen Daumen hoch für einen super nice Trostpreis. Princess is real. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flasse. Klapp.